Im Dezember 2021 bringt Gülcan Kamps ihr erstes Baby auf die Welt. Lange mussten die Moderatorin und Ehemann Sebastian warten, bis ihr großer Wunsch vom Babyglück wahr wurde. Bunte.de trifft die 39-Jährige zum exklusiven Interview auf Mallorca und stellt fest, hier schwebt jemand im Babyhimmel. Kann man sich einfach überhaupt nicht vorstellen, was dann wirklich in einem passiert. Es ist so, ich beschreibe das immer ganz gerne mit den Worten, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt oder in die Familie oder das eigene Kind, dann ist das so, dass sich so im Herzen eine Tür öffnet voller Liebe, die du vorher überhaupt nicht kanntest. Und genau so war es auch bei mir. Klar bringt das Mama-Sein neben all den Hochgefühlen auch ein paar Einschränkungen mit sich. Doch diese nimmt die Moderatorin gern in Kauf. Ich ziehe meinen Hut vor allen Mamis, die mehrere Kinder haben und vielleicht auch noch teilweise Voll- oder Halbzeit arbeiten. Also das mache ich ja letztendlich auch. Jeder Job ist natürlich anders strukturiert. Ich habe da auf jeden Fall bei einigen Dingen Glück, dass ich meine kleine Maus einbinden kann. Aber ich habe auch sehr, sehr viel abgesagt. Und ich glaube, das kennen auch andere Mütter, die sagen, nee, ich kann das alles nicht unter einen Hut bekommen. Ich muss gucken, was ist meine Priorität. Und auch da, ohne mit der Wimper zu zucken, zum Beispiel zu sagen, nee, das ist, Mäuschen geht sozusagen vor, kann ich absolut nachvollziehen. Und auch wenn das so ein 24-Stunden-Job ist, also so ein extra Job, ich würde sagen, das ist der schönste Job auf der Welt, mit so viel Liebe verbunden, dass man auch eine Nacht, die man nicht schläft, das steckt man locker weg. Und ich früher, wenn ich mal eine Stunde weniger von meinem normalen Schlafslot hatte, dann habe ich mich gefühlt, als hätte ich Augenringe bis zum Knie und war wirklich neben der Spur. Jetzt ist Schlafentzug quasi die Kirsche auf meinem Eisbecher. Ne? Wenn es nichts anderes ist, ist man schon froh, wenn es nur Schlafentzug ist. Das kann auch nur Gülcan, den Schlafmangel von frischgebackenen Müttern, positiv sehen. Doch bei aller Verliebtheit in ihr kleines Mäuschen kann die Neumama auch mal streng werden. Zumindest auf ihre Art und Weise, wie sie uns berichtet. Streng zu sein fällt mir sehr schwer. Und es gibt auch noch keine Situation, wo ich jetzt streng sein muss. Ich versuche einfach eine gute Mama zu sein, viel Liebe zu geben und auch ja, das Kind zu fordern und zu fördern gleichzeitig. Also vielleicht auch mal ein Spielzeug ein bisschen weiter weglegen, wenn Spielzeit ist, dass man nicht sofort alles direkt greifen kann und alles parat hat, sondern dass man vielleicht noch mal um die Ecke krabbeln muss, damit einfach so die Motorik angeregt wird, dass mein Mäuschen auch einfach so andere Perspektiven wahrnimmt, außer immer alles sozusagen geschenkt oder in die Hand zu bekommen. Vielleicht könnte man das unter Mini-Streng einordnen.